Deine Fragen zur Raumakustik. Heute beantwortet von Raumakustikdesigner Jochen Veit. Ja, Eierkartons gehören in den Kühlschrank. Hallo und herzlich willkommen bei Delamar, dem Fachmagazin für Musiker. Mein Name ist Marc Weißenberger und heute beantwortet Jochen Veit, seines Zeichens Raumakustikdesigner, alle Fragen, die ihr zum Thema Raumakustik gestellt habt. Jochen, sehr gut, dass du hier bist und vielen, vielen Dank, dass du dir auch die Zeit nimmst, um all diese Fragen zu beantworten, die unsere Leser gestellt haben. Und wir fangen gleich mit einer ziemlich tiefgehenden Frage an. Und zwar Jakob Stra hat die Frage gestellt, wo platziere ich Tisch- und Studiomonitore in einem quadratischen Raum mit einer abgeschrägten Wand? Das ist wirklich eine schwere Frage. Also, ich glaube, dass er anspricht vor allem das Verhalten von tiefen Frequenzen in den Räumen. Das sind unsere größten Schwierigkeiten in sogenannten akustisch kleinen Räumen. Das sind eigentlich alle Frequenzen unterhalb von 200 Hertz. Das ist schon relativ hoch angefangen und alles in diesem Frequenzbereich unter diesen 200 Hertz wird bestimmt durch die Moden in unserem Raum. Moden sind im Endeffekt Raumresonanzen und wenn man sich mal überlegt, bei ganz tiefen Frequenzen 20 Hertz, da ist die Wellenlänge 17 Meter, ja, bei 100 Hertz 3,40 Meter und so weiter. Das heißt, wir haben es schon mit sehr, sehr großen Wellenlängen zu tun, die in diesen Dimensionen von diesen Räumen sind. Und wie gesagt, in diesen Räumen gibt es bestimmte Frequenzen, die hier Resonanzen ausbilden und jede einzelne Resonanzfrequenz bildet ein Muster im Raum aus von Druckzonen und Schnellezonen. Und jede einzelne Frequenz, Resonanzfrequenz, bildet ein anderes Muster aus. Ja. Jetzt ist es so, dass wir, und jetzt sprechen wir schon quasi die Position, wo soll ich mich denn hinsetzen? Ja. Unsere Ohren sind Druckempfänger. Das heißt, wir hören diese bestimmte Resonanzfrequenz nur immer in den Druckzonen, aber nicht in den Schnellezonen. Das heißt, abhängig davon, wo ich bin, höre ich diese Frequenz oder eben nicht. Dadurch, dass jede Resonanzfrequenz aber ein unterschiedliches Muster hat, höre ich die unterschiedlich gut oder schlecht an unterschiedlichen Positionen. Das heißt, meine Sitzposition bestimmt ganz erheblich über den Frequenzgang bei tiefen Frequenzen. Gleichzeitig ist es so, dass der Lautsprecher, also die Quelle, in sagen 99,9% unserer der Fälle Drucksender sind. Die wiederum können nur in Druckzonen Energie in den Raum einkoppeln. Sitzen sie in der schnelle Zone, ist es wie wenn der sein Paddel quer durchs Wasser zieht. Er regt den Raum sozusagen nicht an. Ich höre nichts, egal wo ich höre nichts, weil der Lautsprecher an der falschen Stelle ist. Und das wiederum bei jeder Resonanzfrequenz anders. Das heißt, auch diese Position von dem Lautsprecher entscheidet extrem darüber, wie diese Übertragungsfunktion ist. Jetzt steht da noch was Komisches oder Schwieriges drin. Quadratischer Raum. Ja. Das heißt, genauso hoch wie breit wie lang. Das heißt, diese Moden würden sie sich von der Breite, Höhe und Tiefe, die würden alle dumm aufeinander liegen. Ja, so muss man es dann machen. Mhm. Und diese Modenverteilung wäre sehr ungleichmäßig, also sehr ungünstig, überhaupt einen quadratischen Raum zu bauen. Also da ist nichts quadratisch praktisch und gut. Es ist in Ordnung, wenn man einen Rechteckraum hat, aber diese Dimensionen Breite zu Länge zur Höhe sollten möglichst nicht ein Vielfaches oder eventuell auch noch das Gleiche sein voneinander. Okay, er spricht ja auch mit einer abgeschrägten Wand. Ich gehe davon aus, dass das okay. Sowas sein könnte wie ein Dachgeschoss, wo eine Wand dann schräg ist. Wo würdest du sagen, wenn wir eine abgeschrägte Wand haben, also nehmen wir an, das ist, da ist die Tür und da ist die Wand, wo denn die Studiomonitore auf keinen Fall hinpacken und wo dann schon eher? Weil wenn ich die Studiomonitore beispielsweise hier habe, fällt ja der Schall hinten auf die abgeschrägte Wand, vielleicht 45 Grad, wird dann anders reflektiert. Ist das gut oder ist das schlecht? Wie würdest du das sehen? Also es ist, man müsste sehr viel tiefer reingehen. Das Quadratische ist, wie gesagt, schon ein bisschen ungeschickt. Schräge Decke, okay, es entstehen aber auch da Moden sozusagen, auch wenn sie schräg ist. Viele denken, ich mache das jetzt alles schief, dann gibt es keine Moden mehr. Dem ist leider nicht so. Genau genommen müsste man das tatsächlich simulieren.
Also jetzt ganz spontan aus dem Bauch raus könnte man sagen, oder aus der Erfahrung heraus von solchen Simulationen, von solchen Räumen, die Hörposition möglichst auf keinen Fall in die Mitte des Raumes setzen, sondern eher versuchen, auf der Seite vor der Mitte sozusagen zu bleiben, in Richtung Lautsprecher. Und spontan hätte ich jetzt auch gesagt, dass die Lautsprecher eher auf, wenn es eine Dachschräge ist sozusagen, eher auf der kürzeren Seite stehen. Also dass der Raum sich nach hinten öffnet. So würde ich jetzt erstmal rangehen und versuchen. Die Lautsprecher müssten wahrscheinlich relativ wandnah aufgestellt werden. Ich weiß, dann gibt es eine Erhöhung im Bass. Wenn ich es aber von der Wand weiter wegziehe, kommt es meistens, wie in vielen Freifeldräumen, zu diesem typischen schwachen Bereich im Bereich 80 Hertz. Das ist ganz typisch für Freifeldräume. Und um das ein bisschen zu umgehen, müsste man die Lautsprecher eher wandnah aufstellen und eventuell den Bass ein bisschen zurücknehmen. Das heißt also, wenn wir hier die Schräge haben, die Boxen dahin stellen und in diese Richtung zeigen. Richtig, genau. Von der kurzen Wand quasi weg und versuchen, wenn der Raum groß genug ist, die Stereobasisbreite so einzurichten, dass er deutlich vor der Mitte zum Sitzen kommt. Alles klar. Daran schließt sich eine weitere Frage an, und zwar von Sascha Nevian. Und er sagt, wie sind deine Erfahrungen mit Double Bass Arrays? Ist das eine intelligente Alternative zur Optimierung des Raumes? Und bitte ganz kurz, was ist ein Double Bass Array? Okay. Im Endeffekt ist es versucht man dort über einen Trick diese Modenproblematik bei sehr tiefen Frequenzen aus dem Weg zu gehen, indem man einfach sagt, ich habe nicht eine einzelne Punktschallquelle, sondern ich mache zwei oder vielleicht sogar vier Lautsprecher in einem Array und erzeuge dadurch bei bestimmten tiefen Frequenzen, bei sehr tiefen Frequenzen eine ebene Wellenfront. Dadurch unterdrücke ich quasi die Moden von links nach rechts und oben nach unten, wenn es bloß Double, also wenn es nur zwei Lautsprecher wären, halt nur links, rechts, ansonsten bei vieren auch oben und unten. Und wenn man jetzt sozusagen das Gleiche nochmal, was ja bleiben, so müssen wir es eigentlich sagen, was ja bleibt, ist vorne hinten als Moden. Was man jetzt machen kann, man kann sozusagen diese vier Lautsprecher oder zwei, je nachdem, kopieren, sie an die Rückwand setzen. Jetzt sende ich meine Wellenfront aus. Der Schall wandert durch den Raum bis nach hinten. Ich verzögere jetzt die hinteren Lautsprecher mit dem gleichen Signal, um genau die Zeit, die diese Welle braucht, um nach hinten zu kommen, drehe sie in der Phase und atme die quasi weg. Das heißt, diese hinteren Lautsprecher sind nicht zu verstehen als Lautsprecher, sondern eher als aktive Absorber. Also das ist quasi auf dem Prinzip der Phasenauslöschung dann. Ja, also er reagiert quasi ja, im Endeffekt wie ein Absorber, wie ein aktiver Absorber sozusagen. Ja. Und wie sind deine Erfahrungen damit? Das funktioniert ganz witzig, wenn man es richtig macht, wenn man aufpasst. Eine der wichtigen Sachen sind, dass die vorderen und die hinteren Lautsprecher vom gleichen Typ sind, also das gleiche sind, weil sonst verschieben sich die Phasen, weil es vielleicht unterschiedliche Lautsprecher sind, dann funktioniert es überhaupt nicht mehr. Man muss sich jetzt natürlich auch immer überlegen, warum mache ich sowas? Ja, also für mich ist es so, ich habe eine Aufgabe, ich habe zum Beispiel ein Heimstudio oder ein Heimkino oder irgend sowas und es gibt Probleme, die ich nicht anders in den Griff bekommen kann, dann kann ich durchaus auf so eine Sache zurückgreifen. Für mich ist das ein Tool in meinem Werkzeugkasten zur Beseitigung von Problemen, Ja, also weil die. es ja auch kostenintensiv ist. Ich habe nicht nur meine vorderen, sondern auch meine hinteren Lautsprecher. Und muss jetzt dann auch noch im Endeffekt, das funktioniert ja nur über ein Bassmanagement, dass ich also alle Frequenzen auf dieses, von allen Lautsprechern auf dieses Bassarray bringe. Auch dazu ist, glaube ich, zu sagen, dass in dem Moment, wo ich so ein Double Bass Array nutze, der Raum auch wieder eine ganz große Faktor spielt, weil ich glaube, es geht nicht in jedem Raum. Also Richtig, dort spricht man von einem. Es funktioniert vernünftig in einem Rechteckraum. Rechteck, der berühmte Schuhkarton. Der berühmte Schuhkarton, genau. Alles klar, sehr gut. Eine Markenfrage, und zwar von Michael Einberger. Er fragt, welche Firmen bieten halbwegs günstige Beratung und Optimierung für Home-Studios an? Ich meine, du bist Profi-Home-Studio-Experte.
Pro für große Studios und so weiter. Glaubst du denn, es gibt es da Firmen, von denen du sagen kannst, die machen das auch für den ambitionierten Home Recorder? Also ich sag's mal so, viele Firmen aus meiner Branche, nein, ich mache es andersrum. Ich fange bei mir selber an und dann kann man das quasi kopieren. Klar, als Spezialist in dem Bereich, man zeigt natürlich immer die tollen Projekte, die großen Projekte, was man so alles tut und kann und wie, sozusagen. Es gehört auch genauso zu meinem Job, Leute zu beraten. Und es gibt viele Kunden, die zu mir kommen und sagen, ich bräuchte mal eine Beratung für 1 oder 2 Stunden. Eine Stunde wird ein bisschen knapp, 2 Stunden, 3 Stunden, je nachdem. Und vielleicht macht er dann was und vielleicht braucht er dann nochmal 1 Stunde oder sowas. Das gehört eigentlich auch normal dazu. Und ich glaube, da spreche ich jetzt auch für viele andere Leute aus meiner Branche. Da möchte ich einfach die Angst nehmen, da mal anzurufen und zu sagen, Mensch, ich brauche eine Beratung. Wann können Sie sich so und so viel Zeit nehmen und was kostet das? Ja, also man muss auch ganz klar sagen, man wendet sich da an selbstständige Unternehmer und da muss man mit dem entsprechenden Stundensatz auch rechnen. Aber ich meine, wer in eine Autowerkstatt geht und den Meister mal arbeiten lässt, da reden wir auch von Stundensätzen, die in diesem Bereich ungefähr liegen mal. Ja. Und dafür kann man sich das sicherlich mal an eine Firma auch wie deine unter Umständen wenden und sagen, hallo. Naja, man muss es immer im Verhältnis sehen. Das gilt für ganz riesige Projekte. Wir haben beim letzten Mal schon drüber gesprochen, wie auch ganz kleine Projekte. Wenn ich heute sage, ich will mir 5.000 Euro genehmigen, um meinen Raum in Ordnung zu bringen und da im Vergleich dazu mir 2 Stunden von einem Spezialisten helfen lasse, dann gewinnen plötzlich diese 5.000 Euro unendlich an Wert, sage ich mal. Oder sie werden es vielleicht überhaupt erst wert, wenn ich mich nicht beraten lasse, wegen diesen wenigen Prozentpunkten an zusätzlichen Kosten und klebt es an die falsche Stelle oder hängt es an die falsche Stelle, wie auch immer, dann geht das nach hinten los und es ist halt einfach frustrierend, 5.000 Euro vielleicht zum Fenster raus. Ja. Absolut. Das ist ja auch der Grund, warum du bei all deinen Projekten immer von Anfang an mit einbezogen wirst. Richtig. Weil ausbessern, im Endeffekt kannst du ja nachher wenig. Falsches Haus gemietet oder gekauft und ein Studio reingebaut oder versucht zu bauen, wo es nicht funktioniert und tschüss. Die Frage möchte ich gleich anschließen, weil im Vorgespräch war das ganz interessant. Ich habe gemeint, gibt es so ein paar No-Go-Häuser für dich, so Haunted Houses? Und du sagtest, problematisch wird es bei Holzbalkenkonstruktionen. Holzbalkendecken. Ja, zum einen ist es in der Regel so, dass die von der Belastbarkeit sehr gering sind. Zum anderen sind sie von der Schalldämmung sehr schlecht. Und da liegt es eigentlich in erster Linie. Also wenn ich den Boden nicht belasten kann, kann ich keine Isolation einbauen. Mhm. So einfach erstmal, so ganz knapp. Das heißt, das wunderschöne Fachwerkhaus, das sehr stylisch ist, kann unter Umständen zur Nemesis werden dann. Wenn ich isolieren muss. Ja. Wenn man isolieren muss. Genau. Sehr gut. Eine sehr beliebte Frage. Wie gut ist Schaumstoff für das Dämmen des Nachhalls und gibt es Unterschiede im Schaumstoff? Ich glaube, das ist schon klar, dass es Unterschiede gibt. Ja. Aber ich glaube, man spricht nicht von dem ganz normalen flachen Schaumstoff. Oder ist es das, was die meisten Leute denken? Ich packe einfach so einen ganz normalen flachen Schaumstoff dahin. Mhm. Wie sieht's aus mit Schaumstoff? Es erinnert mich an eine schöne Frage. Vor furchtbar vielen Jahren kam einer an Messestand und fragt, was ist besser, Pyramidenschaumstoff oder Waffelschaumstoff? Okay. Ich glaube, erstmal muss man drüber sprechen, wenn ich von Schaumstoffen spreche, dann rede ich von porösen Absorbern. Das heißt, vom Schaumstoff her, porös heißt, ich versuche erstmal einen offenporigen Schaumstoff zu benutzen. Es gibt Unterschiede zwischen Schaumstoffen. Wenn wir Absorber brauchen, dann brauchen wir offenporige Schaumstoffe und nicht geschlossenzellige Schaumstoffe in der Regel. Das heißt, die Ultrakomfortmatratze sollte dafür nicht herhalten. So ist es. Das zweite ist poröse Absorber. Was tun denn die überhaupt? Im Endeffekt wandeln sie Schallenergie um in Wärmeenergie, indem die Luftteilchen sozusagen an den Wänden der Poren oder Fasern bei Faserabsorbern reiben. Ja? Und sie bremsen quasi diese Teilchen aus. Das ist die Idee dahinter. Das heißt, ich platziere diesen Schaumstoff oder porösen Absorber möglichst ins schnelle Maximum. Das heißt, im Endeffekt
erklärt es so ein bisschen, warum poröse Absorber Höhen gut absorbieren und abhängig von ihrer Dicke dann zu tiefen Frequenzen hin stark abfallen. Jetzt kann ich sagen, ganz klar, je dicker der Schaumstoff, desto weiter runter ist er absorptiv. Und bei Tiefen wird er in der Regel nie absorptiv sein. Also beispielsweise, wenn ich 50 mm Schaumstoff habe, dann komme ich in der Regel, wenn es so Standardprodukte sind, irgendwo so bis 800 Hertz, vielleicht ein Stückchen tiefer, und dann fängt er an abzusinken. Ja, wenn ich 100 mm Schaumstoff habe, dann kommt er vielleicht bis 400 Hertz runter und dann fängt er an abzusinken. Und so weiter. Also die erste Antwort wäre sozusagen, naja, ich muss mir anschauen erstmal, wie dick ist denn der überhaupt? Gibt übrigens einen Trick, wenn ich nur 50 mm Schaumstoff habe und ich will, dass der so gut wirkt wie 100 mm, dann kann ich den tatsächlich um 50 mm im Abstand zur Wand platzieren und er wirkt identisch wie 100 mm. Das heißt, man hat da 50 mm Luft dazwischen, oder wie? Genau, Wand, 50 mm Luft, 50 mm poröser Absorber, lassen wir es mal allgemein. Ah, so, okay. Ja. Und das ist ein Trick, wie ich einfach Material sparen kann. Mhm. Ja, das funktioniert. Ich kann ihn natürlich nicht ewig dünn machen und ganz weit wegziehen, dann funktioniert es nicht mehr. Da entstehen dann Bereiche, wo er nicht mehr arbeitet, sehr stark sogar. Aber so in dem Bereich der Dicke des Absorbers entspricht der Dicke des Abstands. So kann man ungefähr mal grob über den Daumen kalkulieren. Wo hänge ich denn, wo montiere ich denn den Schaumstoff dann drauf? Es gibt ja diese ganz berühmten löchrigen Platten, auf die man sie draufpackt oder die man davor packt. Was sind da so deine Erfahrungen? Also am besten wäre, wenn dieser Absorber nach hinten einfach offen ist. Also die Schallwelle muss tatsächlich durchdringen und wieder reflektiert werden von der Wand dahinter. Also da gibt es quasi keine Rückwand. Wenn, dann ist das nur ein Träger, der möglichst schalldurchlässig ist. Träger im Sinne von, dass die halt nicht irgendwie sich verbiegt. Aber dann baue ich mir lieber einen Rahmen, wo ich den reinsetze, Schaumstoff. Sehr gut. Welche günstigen Alternativen gibt es für Bassfallen und Absorber? Was macht eine Bassfalle? Also eine Bassfalle ist im Endeffekt ein Absorber, der wirksam ist bei tiefen Frequenzen. Wir haben jetzt gerade gesprochen über poröse Absorber, die ja in erster Linie in hohen Frequenzen arbeiten. Und die günstigste Alternative wäre, ganz viel Mineralwolle da hinzupacken, also die ganz dick zu machen. Ich verliere unglaublich viel Platz. Und früher hat man es tatsächlich so gemacht. Man hat sogenannte Bassfallen gebaut, indem man Baffles aufgehängt hat. Muss ich einfach vorstellen, das ist die Rückwand von einem Studio. Und dann hat man einen Meter oder sogar noch mehr Platz gehabt und hat dort ganz leichte Platten reingehängt, so im Abstand von, 20, 30 Zentimeter, und hat die beidseitig mit Mineralwolle oder Schaumstoff oder was beklebt, und die hingen dann so eins neben dem anderen da drin. Das ist im Endeffekt, um Material zu sparen. Aber man hat einen porösen Absorber ausgebildet. Wer kann sich das erlauben, hinten mal 1,5 Meter von seinem wertvollen Raum herzugeben? Heute macht man das eigentlich fast alles mit zumindest Schwerfolienabsorbern. Das sind Resonatoren, also resonanzfähige Gebilde. Und da wird es dann schwierig. Im Selbstbau müsste man sich da schon wieder reindenken und reinrechnen. Man kann sich das ungefähr so vorstellen. Ich habe ein eingeschlossenes Luftpolster und davor hängt eine Masse, oder besser gesagt, ist abgeschlossen. Also das Luftpolster ist abgeschlossen, ist die Feder. Davor hängt eine Masse, also liegt da drauf. Und das Ganze hat eine zu berechnende Resonanzfrequenz und schluckt den Schall dadurch eben. Das kann in der Regel, am besten eignen sich dafür Schwerfolien zum Beispiel. Ja. Schwerfolien, also okay. Das heißt, so eine Bassfalle. Ja, also eine kostengünstige Bassfalle in dem Sinne. Wenn mich Leute fragen, was kostet denn eine Raumakustik, dann sage ich, das hängt ein bisschen davon ab, nicht wie viel und wie kurz die Nachhaltzeit, sondern vielmehr, bis zu welcher Frequenz hinab will ich denn arbeiten. Ja, wir haben ja darüber gesprochen, will ich bis 800 Hertz das gut in den Griff bekommen, dann brauche ich bloß Schaumstoff, ist günstig. Ich sage jetzt mal 5.000 Euro oder 10.000 Euro oder was auch immer, je nachdem wie groß der Raum ist. Ja. Will ich jedoch bis 400 Hertz runter, brauche ich schon sehr viel mehr oder vielleicht einen anderen Absorber.
Mineralwolle, was auch immer, dann muss ich plötzlich Stoff drüber spannen und ich brauche einen Rahmen, die Kosten verdoppeln sich. Ja. Will ich dann vielleicht bis 100 Hertz runter, schaut schon wieder anders aus, da komme ich dann in den Bereich von Schwerfolienschwingern, da verdoppeln sich schon wieder die Kosten, weil man viel aufwendigere Konstruktionen hat. Will ich noch tiefer runter, komme ich um Messungen nicht drum herum, weil ich es gar nicht mehr alles so ohne weiteres berechnen kann. Helmholtz-Resonatoren müssen speziell gebaut werden, verdoppeln sich die Kosten schon wieder. Mhm. Also könnt mal ganz primitiv sagen, jede Oktav, die ich weiter hinab in den Griff bekommen möchte, verdoppeln sich quasi die Kosten. Verstehe. Ja. Der berühmte Kleiderschrank, der vollgestopft und dann geöffnet wird. Vollgestopft ist und dann geöffnet wird. Ja. Wenn die Türen ist besser, offen, als er geschlossen ist, denke ich mal. Wenn die Türen offen sind, wäre es ein poröser Absorber sozusagen, der möglichst dick ist. Wenn er geschlossen wäre, hätte er vielleicht bei ganz tiefen Frequenzen irgendeine Resonanzerscheinung und würde da schlucken, sozusagen. Also Tiefenabsorption ist nie billig. Okay. Ja? Entweder ich brauche dafür viel Platz, oder ich muss schon wieder aufwendigere Elemente bauen. Das ist leider einfach so. Also es gibt nichts, was ich mir für 100 Euro irgendwo in die Ecke stelle und die Tiefen in den Griff bekomme dadurch. Das ist mal eine Ansage. Kannst du uns etwas zum sogenannten Spiegeltrick erzählen? Wie funktioniert er? Also ich kann jetzt nur vermuten, was da gemeint ist. Am Anfang, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, oder manchmal, ich mache es andersrum, wenn ich manchmal in Studios komme, wo es Probleme gibt, wäre immer wieder mal überall hin irgendwo gerufen, wo ein Studio nicht funktioniert. Und ich sehe in meinen Messungen irgendwelche Peaks und höre das ja auch. In der Regel ist es so, dass ich mich erstmal hinhocke und erstmal höre und mache dann eine Messung oder Messungen und versuche immer mehr über diesen Raum zu lernen. Warum ist der so, wie er ist? Was ich dann manchmal zur Hilfe nehme, ist tatsächlich, wenn ich jemanden dabei habe, einen Taschenspiegel und schieße dann mit meinem Laser einfach vom Lautsprecher aus auf den Taschenspiegel, halte den an irgendeine Oberfläche und gucke dann, wo diese Reflexion des Lichts hinkommt, ob die auf die Abhörposition genau reflektiert wird oder irgendwo anders hin. Also ich benutze einfach den Laser und den Spiegel als geometrischen Raumakustik-Simulator sozusagen, indem ich mir den Lichtstrahl anschaue und mir vorstelle, es ist ein Schallstrahl. Also der Laserpointer quasi simuliert den grob Schall. Die Schallwelle. Genau. Ja. Obwohl sich eine Schallwelle natürlich nicht wie ein Laser, aber sag mal, die Richtung stimmt schon dann. Ja, jetzt sind wir haben vorhin gerade über tiefe Frequenzen und Moden, Raumresonanzen gesprochen. Es gibt ja so verschiedene Modelle, die wir Akustiker benutzen, weil manchmal spricht man von Raumakustik und Chaos und so. Chaos heißt aber nie, dass es irgendwie total chaotisch ist. Es ist für uns nur zu komplex, als dass wir es voll erfassen können. Was macht man wie beim Wetter? Man macht sich Modelle. Ja? Und für hohe Frequenzen haben wir die geometrische Raumakustik. Wir können tatsächlich uns das vorstellen wie Licht mit der Reflexion, ja? So wie mit dem Laser, da funktioniert es gut. Für tiefe Frequenzen müssen wir uns den Schall in Form von Wellen vorstellen. Da reden wir über Moden, die da hin und her laufen. Und dann gibt es noch die Nachhallzeit. Dort gehen wir mit statistischen Modellen oder Formeln heran, wo wir uns einfach vorstellen, die Absorber sind statistisch im Raum verteilt und der Schall ist da statistisch gleichmäßig im Raum am Hin und Her reflektieren. Und dann kann man dann die statistische Raumakustik über die Formeln die Nachhallzeit ausrechnen. Okay. Eine Frage ist, welche Akustikmodule sollte ich zuerst kaufen und wie ordne ich diese am besten an? Aber ich meine, da haben wir ja wieder das Problem, in welchem Raum befinden wir uns? Ist eine sehr, sehr gute Frage, eine sehr schwierige Frage. Da ist ein Begriff drin versteckt, der nennt sich Balance. Ich muss versuchen, meine Konzepte oder meinen Raum in Balance zu kriegen. Balance heißt, es gibt ja verschiedene akustische Effekte. Nachhallzeit. Ich muss die Nachhallzeit runterbringen. Dazu muss ich es gleichmäßig verteilen. Erste Reflexionen versuche ich zu schwächen, zu unterdrücken, damit ich die Reflexionen der Aufnahme höre, um rauszubekommen, ist das in einem großen oder kleinen Raum aufgenommen worden.
Also ich würde versuchen, die erstmal im Bereich der ersten Reflexionen die wegzubekommen. Ja? Also sprich, wenn ich mir vorstelle, ich habe vor mir die Lautsprecher, da kann ich links und rechts in dem Bereich der Seitenwände Absorber bringen und im Deckenbereich, um diese ersten Reflexionen zu unterdrücken. Muss aber gleichzeitig auch gucken, dass ich nicht ein Flatterecho übrig habe. Ich erinnere mich an jemanden, der hat gesagt, ach, mein Raum klingt schon ganz gut, ich muss nur ein bisschen Absorption reinbringen. Da hat er gesagt, oh, dann mache ich das einfach an die Decke und fertig. Da sage ich, das würde ich aber lassen, das geht nicht so. Hat er gemacht. Was er nicht wusste, ist, dass er natürlich zwischen den ganzen Wänden riesen Flatterechos hat, weil aber so viele Reflexionen da waren, auch über die Decke und so, hat es nur als langer Nachhall geklungen. Jetzt fange ich an, Reflexionen rauszunehmen, also es sind ganz viele Reflexionen, ich nehme ein paar raus, was übrig bleibt, plötzlich hört das Flatterecho. Ja, deswegen Balance. Ja, und diese Frage ist deswegen eigentlich recht clever und hat Tiefsinn. Ich muss also versuchen, zum einen vielleicht diese Reflexionen, die ersten zu unterdrücken, aber gleichzeitig zu vermeiden, dass plötzlich andere Effekte zum Vorschein kommen. Ich muss mir also ein Konzept immer überlegen. Alles klar. Jetzt kommt eine Frage, über die wir sehr lange nachgedacht haben. Wie kann ich eine abgehängte Decke für die Optimierung nutzen? Und ich glaube, der Fragesteller bezieht sich nicht auf eine abgehängte Decke, wie man sie jetzt im professionellen Studiobau benutzt, sondern einfach auf diese sogenannten, ich glaube, man nennt sie Odenwalddecken oder diese, einfach wenn man hohe Räume hat, die dann abgehängt werden Ja. mit diesen Rasterdecken. Rasterdecken, ganz Genau. genau. Und wie kann ich das denn dafür nutzen? Ja. Ist das überhaupt nutzbar? Ich meine, es ist immerhin, es macht den Raum kleiner. Ja. Also ich denke wohl, dass er damit tatsächlich eine raumakustisch wirksame Decke meint und nicht eine abgehängte Gipskartondecke, die ja quasi hart ist. Ja. Also es gibt die Möglichkeit, das kommt sehr auf diese Platte an, die da drin liegt. Es gibt sehr viel unterschiedliche Platten, Platten, die sehr absorptiv sind oder Platten, die sehr reflektiv sind. Ich gehe mal davon aus, dass er jetzt möglichst versucht, eine absorptive Platte zu finden. Die Wirksamkeit hängt jetzt natürlich wiederum ab von der Abhängehöhe. Ist es quasi 5 cm über der Betondecke oder ist 20 cm über die Betondecke? Man kann solche Decken durchaus als Absorber einsetzen. Es gibt einen Trick, wie man die zum Teil ein bisschen pimpen kann bei zu tiefen Frequenzen hin, indem man quasi in den Deckenhohlraum, also über diese Platten, noch eine Mineralwolle einbringt, wie so eine Trennwandmatte sozusagen obendrauf legt. Dann kann es abhängig von der Platte ein bisschen besser zu den Tiefen hinab werden. Leichte Gefahr besteht zur Überdämpfung, aber in der Regel, wenn die Frage schon so gestellt ist, kann man die sehr wohl im Rahmen einsetzen. Ja. Okay. Wie kann ich die im Laden angebotenen Raumakustikmodule bewerten? Also quasi, wenn ich sie sehe, woher weiß ich, ob ich da ein gutes Akustikmodul oder ein schlechtes Akustikmodul vor mir Ja. habe? Ja, das ist auch eine ziemlich aktuelle Frage, sage ich jetzt einmal. Das Thema ist, zum einen haben wir es vorhin schon angesprochen, ne, wenn ich ein Akustikmodul vor mir sehe oder ein Akustikprodukt vor mir sehe und das ist ein Schaumstoff und der ist 50 mm dick und da steht drauf, ist wirksam bis hinab von 50 Hertz oder so, dann müssen alle Alarmglocken angehen, weil das kann nicht sein, weil ja, wir haben ja vorher schon gehört, ungefähr wie diese Bereiche sind und die Physik lässt sich nun mal nicht austricksen, auch nicht in der Akustik. Und da einen kritischen Blick hinzuwerfen, ist mal das eine. Ja. Kann das überhaupt sein, was da versprochen wird? Und in der Regel, wenn man drauf guckt und sieht, aha, das besteht aus dem und dem und ist so und so dick, dann kann es nur das und das können. Das ist das eine. Und man muss sich klar sein, wie weit hinab will ich tatsächlich arbeiten. Das zweite ist, ich weiß, dass ich, um einen Tonregieraum zu Hause zum Beispiel in den Griff zu bekommen und ihn auf einen Top-Hallzeit zu bekommen, brauche ich ungefähr
anderthalb Mal die Grundfläche meines Raums an äquivalenter Schallabsorptionsoberfläche. Ja? Okay. Um mal so eine Dimension anzugeben. Wenn jetzt ein Absorber so klein ist, dann brauche ich viele davon. Ja, das ist richtig. Und dann muss ich mir überlegen, ob ich mir lieber einen nehme, der größer ist, oder mehrere nehmen, die größer sind, oder ob ich so viele, so kleine habe, weil das am Schluss sich auf der Rechnung deutlich bemerkbar machen wird. Und im Notfall den lieber zurechtschneiden und... Ja, halt im Endeffekt, es macht oft recht wenig Sinn, jetzt lauter so kleine Bauteile zu nehmen, weil jedes Bauteil muss extra bespannt werden und extra gefabriziert werden und so weiter. Und wenn ich, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn ich hier mit so kleinen Dingern daherkomme irgendwann einmal, ob es dann nicht mehr Sinn macht, was Vernünftiges, Großes zu nehmen. Das sieht zwar im ersten Moment ein bisschen teurer aus, aber wenn ich mir überlege, wie viel kleine ich davon bräuchte, ja, dann rechnet sich es vielleicht nicht mehr mit den kleinen. Zumal du ja auch zu Recht gesagt hast, man spannt den auf einen Rahmen. Und den muss man ja auch bauen. Na gut, das waren jetzt, glaube ich, fertige Absorbermodule angesprochen, die quasi schon fertig sind und jetzt nicht so im Selbstbauverfahren hergestellt werden. Ja. Die nächste Frage kommt direkt auch zu den Absorbern. Wo baue ich Absorber hin und wo kommen Diffusoren hin? Was ist der Unterschied zwischen Absorbern und Diffusoren? Ich muss immer an Sachen denken. Ein Akustiker, ein alter Herr inzwischen schon, hat mal zu mir gesagt, ganz furchtbar viele Jahre her, diffuse it or lose it. Okay. Der Absorber schluckt den Schall. Also auftreffender Schall wird einfach absorbiert und nicht wieder reflektiert. Die Idee von einem Diffusor ist es, dass der Schall, der auf ihm auftrifft, zeitlich und örtlich gestreut wird. Mhm. Also, dass wenn ich in einem bestimmten Winkel zu diesem Diffusor sitze, nicht wie bei einer harten Platte die volle Energie abbekomme, sondern dass ich sie zeitlich gestaffelt und auch räumlich zerstreut wiederbekomme. Man schwächt quasi die Energie der einen Reflexion in eine Richtung ab. Mhm. Ja. Ich sag's mal so, generell ist es so, dass ich so rangehe, dass ich erst einmal die Nachhallzeit und die Reflexionen im Sinne von ersten Reflexionen über Absorber in den Griff bekommen möchte, bevor ich an aufwendige Diffusoren denke. Okay. Ja. Wenn ich vom Heimstudio oder vom Studio rede, ja. Wenn ich jetzt ganz viele Diffusoren überall hinsetzen würde, dann würde man viele diffuse Reflexionen von überall her bekommen. Man würde die Raumgröße fast wieder erfassen können und so weiter. Das ist man mehr in Richtung Spaß hören. Aber wenn man mehr ins Analytische hören gehen möchte, versucht man die erste Reflexion zu unterdrücken. Mit Absorbern meistens oder Umlenken oder so. Deswegen, wenn man im Heimstudio ist, sage ich jetzt einfach mal ganz frech, wenn ihr Absorber irgendwohin platziert an bestimmte Stellen und immer wieder mal Zwischenräume sind und so weiter, dann entstehen plötzlich Kanten und Flächen dazwischen und so weiter und so fort. Das ist Diffusion for free, sozusagen. Okay. Ja. Man muss gleichzeitig auch im Kopf behalten, wir haben vorhin ein bisschen über Wellenlängen gesprochen, ne? So 20.000 Hertz, 1,7 Zentimeter, 20 Hertz, 17 Meter Wellenlänge und so. Was ja eine Basstrommel zum Beispiel ist. Ja, also die tiefsten Frequenzen bei sehr großen Lautsprechern, ja, 17 Meter Wellenlänge. Das heißt, wenn ich mir jetzt die Dimensionen von einem Diffusor anschaue, also die Tiefe und diese Stufenbreiten und so, dann sagt mir das etwas aus über das Band, über das Frequenzband, in dem der arbeitet. Ja. Und da muss man sich auch immer bewusst sein, dass so von so diesen typischen einfachen Diffusoren, dass sich eben nur im Bereich zwischen, ich sage jetzt einfach, zwischen 900 und 5000 Hertz herum bewegt, also im oberen Mittenfrequenzbereich. Da, wo wir die großen Probleme haben bei tieferen Frequenzen oder bei sehr tiefen Frequenzen, ist dieses Ding definitiv überhaupt nicht wirksam. Mhm. Da müsste man so gigantische Strukturen bauen, damit da der Schall gestreut wird, dass es für selbst für den professionellen Studiobereich so gut wie nicht machbar ist. Ja. Ich hatte mal das Vergnügen, in Rüsselsheim bei einem großen Autohersteller in einem Auto, in einem Akustiktestraum zu sein, welches ein riesiger Raum war mit Absorbern, die 3 Meter lang und tief waren. Ja.
Und da hat man dann wirklich, wenn der Raum geschlossen wird, da kriegt man selber dann Probleme, weil das Ohr Ja. überhaupt keine Reflexion mehr bekommt. Richtig, ja. Aber das ist halt ein Ding, das baut man nicht für ein paar hundert Euro. Ja. Ne? Das will man eigentlich auch gar nicht, Ja. weil du hast jetzt gerade angesprochen, dass der sich da, dass man sich da schnell unwohl fühlt, weil man plötzlich keine, wir nutzen den Schall, die Reflexionen auch zur Orientierung, Gleichgewicht sind und so. Wenn das wegfällt, da wird es einem ganz Da anders. wird es ja Ja. wirklich anders, ja. Das heißt, ich, und auch würde ich ständig zu viel Nachhall mischen. Ja, weil jemand anders hört sich das ja in einem reflektiven Raum an. Also will ich den Raum ja gar nicht total tot machen, sondern ich muss versuchen, eben natürlich möglichst diffus auch einen gewissen Restnachhall eben zu halten. Das ist ganz wichtig, dass der Raum an sich in der Abhöre, in der Ja. Abhörsituation, ja eine reelle Umgebung ist, die man ja berücksichtigen muss. Wir Ja. hören ja nicht schalltot ab. Richtig, genau, so ist es. Und das versuchen wir auch zu simulieren, aber versuchen uns gleichzeitig eine Umgebung zu schaffen, wo wir sehr gut analytisch hören können. Also sprich, das hören können, was auf der Aufnahme ist. Ist da ein großer Raum oder ein kleiner Raum? Wie ist das aufgenommen worden und so weiter? Stereobild, Phantomquellen, dass das alles möglichst aufgeschlüsselt ist. Aber gleichzeitig ich nicht in einem reflexionsarmen Raum sitze. Genau, also Ja, das man ist die baut seine Kunst. Abhöre beispielsweise jetzt nicht in der Kathedrale auf, Genau. aber genauso Und auch nicht im wenig, Klo. aber nicht auf dem Klo, genau. Ja. Wunderbar, nee, das ist gut. Taugen Matratzen, Kissen, Teppiche oder Vorhänge aus Mollton zur Verbesserung? Der berühmte Molltonvorhang, und du hast eine nette Anekdote zu den berühmten Eierkartons, aber der berühmte So. Mollton, wie hilft das bei der Verbesserung? Also Matratzen, Kissen, Teppiche oder Vorhänge aus Mollton? Ich glaube, das sind schon mal vier verschiedene Dinge, die man überhaupt Ja. nicht in einer Reihe nennen sollte. Es sind lauter poröse Absorber erst einmal. Das ist, weil grundsätzlich, und wir haben gerade gehört, die arbeiten nur bei hohen Frequenzen. Teppich ist so ein schöner Stichpunkt. Teppich ist ein poröser Absorber und der ist ja sehr dünn. Und je nachdem, wie hoch oder niederflorig der ist, ist der wirksam, fängt da an, so ein bisschen was zu zeigen ab 5000 Hertz. Er ist so interessant ab 7000 Hertz aufwärts. Sehr, sehr hohe Frequenzen. Und jetzt stelle ich mir vor, wir haben vorhin gesagt, anderthalb Mal die Grundfläche ist ungefähr das, was wir an Absorption brauchen. Jetzt habe ich aber plötzlich einen Teppich hier drin. Ich habe sozusagen schon einmal voll die Quadratmeterzahl. Okay, wäre sie gleichmäßig verteilt, wäre es besser. Aber einmal diese Quadratmeterzahl schon an Teppich ausgelegt. Ich kriege den Teppich mit anderen Absorbern nicht mehr ausgeglichen, um bei anderen Frequenzen wieder aufzuholen. Das heißt, ich tendiere immer zu Überdämpfen der Höhen. Ja, ich kann ja nicht einfach sagen, ich mache jetzt alle anderen Absorber, die den Bereich vom Teppich reflektieren. Dann habe ich ja wieder die Reflexionen überall. Das heißt, wir versuchen, den Teppich so gut wie möglich zu vermeiden, weil es sonst immer mit vorgehaltener Hand wird. Also ich schlucke zu viel Höhen, ich kriege die Nachhallzeit nicht mehr in Balance. Also Teppich, benutze ich, wenn dann nur dann, wenn es gar nicht mehr anders geht, weil ich nichts anderes zur Verfügung habe. Und das klingt da so ein bisschen durch. Ich versuche, mit mir irgendwelche Sachen auszudenken und wieder zu benutzen, als Ersatz für Absorber, Vorhänge, Matratzen und so weiter, um den Raum in den Griff zu bekommen, ohne allzu viel Geld auszugeben. Prinzipiell ist ja da mal nichts dazu zu sagen. Wichtig ist, glaube ich, einfach, dass man sich über die Wirkungsweise bewusst ist. Ja? Also wenn ich Matratze habe, sozusagen, was kann sie nicht? Wenn ich Molton vorhabe, was kann er nicht? Ich kann ihn im Abstand dazu nehmen, ich kann ihn vielleicht zweilagig machen, ich kann ihn gut raffen, damit er möglichst tief runter funktioniert auch und spanne den jetzt nicht einfach gerade aus und habe gleichzeitig 20 cm Abstand. Dann tut er nur schmalbandig bei ganz bestimmten Frequenzen absorbieren und sonst gar nichts. Dann lieber raffen, ja, vielleicht zweilagig und im Abstand zur Wand. Es ist immer die Frage, versteht man, was man tut? Und da, ansonsten habe ich nichts gegen, überhaupt nicht gegen solche Maßnahmen. Du hast erzählt, es gab mal tatsächlich einen Test zu den berühmten Eierkartons an den Wänden. Und da hat sich wirklich mal jemand die Mühe gemacht und hat da den Effekt der Eierkartons ausgerechnet. Oder das Ergebnis Ja, war es relativ. waren gute Bekannte von mir in England. Die haben sich tatsächlich mal den Spaß gemacht und haben so Eierkartons im Hallraum gemessen. Mei, was zu erwarten war, die wirken bei sehr hohen Frequenzen ein bisschen. Und da gibt es irgendwo aufgrund dieser Hohlräume, die darunter entstehen, gibt es so ein bisschen eine Resonanzerscheinung. Also im oberen Mittenbereich absorbieren sie ein bisschen mehr und untenrum tun sie halt wieder gar nichts.
wen es interessiert. Ja, nee, aber ist ja eine interessante Geschichte. Ja. Also sehr, sehr interessante Antworten, die du da geliefert hast. Und ich finde, Danke. das zeigt durchaus, dass man, wenn man sich ein Homestudio eingerichtet hat oder einrichten möchte, dann doch vielleicht einen Experten zu Rate zieht, der sich die Sache vorher mal anguckt, weil man kann im Endeffekt im Nachhinein vielleicht einiges sparen. Jochen, das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich finde, es wurde mit vielen Unklarheiten aufgeräumt und da zeigt sich, dass es sich vielleicht lohnt, Profis wie Jochen Veit einfach mal zu kontaktieren, ein Gespräch zu suchen, eine Beratung, damit man im Nachhinein einiges an Geld vielleicht sparen kann. Jochen, kann man dein Unternehmen im Web finden? Gibt es eine Webseite? Ja, gibt's. Ja, das ist das jv-akustiks.de. Das ist Akustiks im Englischen geschrieben, Im Englischen mit geschrieben. C und OU. Ja, alles klar. Bei Interesse, guck da mal nach. Das ist sicherlich eine gute Option, um im Nachhinein weniger Ärger zu haben. Ich hoffe, diese kleine Interviewreihe hat euch gefallen. Mein Name ist Marc Weisenberger und wir sehen uns wieder auf Delamar.